Soschen, eine Folge machen wir. Soschen, was ein tolles Wort. Eine Folge machen wir jetzt noch. Warum bauen wir den so rum? Jetzt extra hier schon mal den Platz geschaffen für diesen. Der hat natürlich Connection zu diesem. Das ist auch gut so. Dann kann der mir nämlich jetzt mal hier schon mal ein paar von diesen basteln. Wenn ich jetzt hier weiter. Ja, Schaufel. Das ist jetzt so ein bisschen anstrengend, weil es ständig hochrennen muss. Kann ich aber jetzt im Moment gerade erstmal nicht ändern, leider. Oder doch, kann ich. Natürlich kann ich das ändern. Klar. Ich habe hier einen Stockpile. Heißt zwar Holzlager, aber ist ja nur übergangsweise, um ein bisschen Weg zu sparen. Jetzt am Überlegen, ob ich in der Holzfällerhütte irgendwas brauche. Weil das ja jetzt hier die Holzfällerhütte werden soll. Aber im Grunde genommen. Ich nicht. So, dann können wir die nämlich auch zehnerweise da hochtragen. So, wenn ich das richtig sehe, geht der Mond langsam unter. Ja, dürfte es jetzt demnächst auch wieder Tag werden. Auch schon wieder in die falsche Richtung. Gucken, ob wir die Holzfäller Verraffinförung kriege ich wieder nicht verbacken heute. Heieieiei. Ja, aber auch im Anbetracht der Uhrzeit, ich sehe es gerade, werde ich auch nach dieser Folge definitiv aufhören. Das war ganz klar. Reicht dann auch. Ich habe dann wieder diese Woche zweimal vier Folgen gemacht. Bin dann damit bei 8 Folgen und habe dann damit wieder einen Tag mehr Toleranz. Ist ja ganz gut und. Gucken. Nur 6 Stück drin. Ob man nicht dadurch jetzt vielleicht, dass wir hier was zu tun haben. Oh, ob ich schon mehr in Schwung komme. Jetzt können wir hier oben die Ebene nochmal wieder ein bisschen weitermachen. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Es kommt jetzt immer wieder auch ein bisschen Erde zusammen, weil ich für die Häuser bisschen Boden ausheben muss. Und auf diese Weise kriegen wir das hier auch irgendwann zu. Nach und nach. Dann diese Ebene hier ein bisschen größer, wo man dann wirklich mal ganz viel hinbauen können. Also unsere Städtchen aufbauen können. Nummer 5. Mal fast annehmen, das ist mir noch zu klein. Obwohl, naja, gut. Holzfällerhütchen. Braucht an sich nicht viel. Hier kommen keine Gerätschaften hinein. Die kommen dann eher in ein anderes Gebäude. So.
Sollen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, ist das schön. Symmetrisch, 5 mal 5. Wenn ich da jetzt Wände hochziehe, ist eigentlich Innenplatz genug. Wie gesagt. Achso, immer noch. Zwei da, der ist noch am. Am Schaffen. Ist noch nicht so weit. Na gut. So. Kommt hier nämlich dann der Holzfäller hin. Naja, eine Truhe bräuchte halt schon noch. Die müsste hier schon auch noch reinpassen. Habe ich hier hinten noch relativ viel Wald und ich werde auch hier hinten ziemlich viele Bäume auch immer wieder pflanzen und werde ansonsten versuchen, hier sowieso auch keine Holzhäuser zu bauen. Das heißt, ich werde auch irgendwo da oben jetzt bald mal dann schon die Mine einrichten, anlegen müssen, um mich hier auch an den Steinabbau zu machen. Das war die Überlegung eigentlich hier hinten, ne, weil hier ist ja hier nicht. Genau, da vorne ist ja der Berg eigentlich war. Genau. Das ist eigentlich hier so angedacht. Sich hier in den Berg zu schlagen. Hier nehme ich dann genau. Ich nicht eine Mine und Steinbruch oder vielleicht. Aua! Stein auf den Kopf gefallen. Vielleicht auch beides hinknallen. Wo wir dann. Und so. Wahrscheinlich sowieso auch erstmal eher sowas wie ein Steinbruch werden. Mine weiß ich gar nicht. Es ist ja. Noch nicht so gänzlich klar, ob wir hier überhaupt irgendwie brauchbar irgendwas rausbekommen an Rohstoffen, aber in den Berggraben werden wir uns schon müssen, denn hier ist halt auch ziemlich viel. Gut, wir können das trotzdem als Steinbruch machen, das sieht halt einfach dann schön aus. Und die Mine. Der ist gerade gänzlich von meinen Knöpfen gerutscht. Darum, ja. Das sieht ja aus. Ja, aber schön ist es. Schön ist es. Ja, schauen wir mal. Hier ist auch noch einiges an Stein, den wir so oder so nochmal wegrobben können. So, wo sind wir denn daheim? Hier sind wir daheim. Also mal da, lass mich. Gut ausbalanciert. So, haben wir wieder wissen, was zusammen. Ja, hier passt nämlich die Truhe nicht mehr nebendran. Also ich würde sie so rumstellen. Wird aber schon echt. Hat aber auch echt eine enge Bude. Ja, das gefällt mir nicht, der arme Kerl. Soll ja auch nicht leben wie der letzte sonst was hier. Kommt ja langfristig schon auch schön, wenn irgendwie jeder Einzelne wenigstens irgendwie noch ein Bett im Haus hat oder so.
So, und wir bringen das gleich mal rüber ins Loch. Gibt hier die nächste Linie. Zack, 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 zack. Da kommen natürlich später auch noch irgendwie Häuser hin. Das heißt, da buddeln wir jetzt mühevoll was rein, was wir später wieder rausbuddeln werden. Das ist klar, aber ja, könnte natürlich zugegeben auch einfach erstmal dieses Loch sein wie, lassen, wie es ist, und die Erde einfach mal einlagern oder mal Rampen draus machen, um die Straße hier runterzuführen, und dann später nochmal schauen. Die zwei Erde haben wir auf jeden Fall auch noch weg. Oder drei. Die nehme ich jetzt hier zu dicht am Haus. Das sieht nichts aus. Zu dicht am Haus. Gut. Geht, wenn das Bett nur eine Breite hat. Was ist noch neben dran? Dennoch, auch hier. Hätten wir gerne noch eine Reihe mehr. Nur einfach mal ein bisschen näher an die Kante fährst. So ein bisschen. Ohne hinten runter zu fallen, dass ich von unten dran komme. Zack, wäre schon geholfen. Ne? Genau. Eine Stufe weniger laufen. Muss ich nur noch hier hochhüppen, einkippen. Geht. Hier hochhüppen, einkippen. Mein Schild ist auch wieder gerade. Sehr schön. Nicht, dass meine armen Veganer hier schief sind. So. Gut. Eine Tür. Und zwar bitte gerne die einfache Tür. Tür? Oder macht man die nicht hier? Oder bist du jetzt tausendmal in der Hektik überblättert? Nee, die macht man offensichtlich nur am Zimmermannstisch. Dann kriegt er gerade keine Tür. Oder Pech gehabt. Beziehungsweise, ich guck mal doch hier mal die Tür. Sei doch mal ein bisschen weniger dumm einfach. Wäre echt super. Na gut, reicht nicht, machen wir beim nächsten Mal. So, ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Was habe ich jetzt hier noch gebaut? Ach, die Truhe, natürlich. Klar, die können wir noch setzen. Ist okay. Das soll auch super über Eck machen.
jetzt nicht so viel Platz wegnehmen. Da hätten wir auch locker noch Platz für ein Bett da drüben. So. Alles klärchen. So, dann haben wir jetzt unsere Zeit vollgekriegt und das ging heute sehr locker von der Hand, weil ich endlich mal wieder was zu erzählen, zu philosophieren hatte, weil ich halt auch mal wieder ein bisschen besser gelaunt war. Und jetzt, wenn wir jetzt so langsam das erste Konzept in unsere Bauprojekte und in unsere neue Stadt hier reinkriegen, dann kommt es hier auch bald ins Rollen, nehme ich an. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, ob ich jetzt am Dampfdach mal wieder eine richtige, komplette Aufnahme hinkriege. Da ich jetzt diese Woche, wie gesagt, noch frei habe, bin ich ein bisschen entspannter und relaxter. Upsa. Karren geschubst. So, genug überzogen für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Howdy ho. Heidi ho. Howdy ho. Howdy. Howdy. Howdy, mani, so in die Fräsen. Da liegt noch Holz, merken wir uns das nächste Mal. Tschüss.